Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, und wir waren tatsächlich beim letzten Mal hier und hatten die letzte Alternativmission Versunkene Kosten erledigt. Und jetzt haben wir tatsächlich die allerletzte Alternativkampagnenmission. Von den Russen, von den Alliierten haben wir sowieso alle. Und danach werden wir dann die Ameisenkampagne eingehen. Gut. Liebe Freunde, aber erstmal hier steigen wir ein in die letzte Cutscene. Erobern Sie die Chronosphäre. Genießt zum letzten Mal den Stalin. Alles klar. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie Einstein in einem so schwach befestigten Gebiet verstecken wollten. Glauben Sie es oder nicht, Sie wollten. Und jetzt haben wir ihn. Der Sender ist nicht zu orten und hat eine Reichweite von 500 Meilen. Warum glauben Sie, dass die Alliierten versuchen werden, ihn zu befreien? Die denken doch bestimmt, dass er beim Angriff auf den Stützpunkt umgekommen sei. Das würden Sie sicher, wenn ich nicht Informationen über Einsteins Gefangennahme und den geplanten Termin seiner Exekution ausgestreut hätte. Keine Bange, die Alliierten werden schon kommen. Und wir können ihn verfolgen? Mit dieser Uhr? Ja, Genosse. Und er wird uns direkt zur Chronosphäre führen. Einstein ist weg, Genosse. Die alliierten Koordinaten kommen gerade rein. Mit der Chronosphäre und dem eisernen Vorhang sind wir bald unbesiegbar. Stellt ein Einsatzteam zusammen. Seien Sie vorsichtig. Das Radar der Alliierten sendet automatisch einen Selbstzerstörungsbefehl an die Chronosphäre, wenn ein Eindringling geortet wird. Wenn sie also entdeckt werden, bevor das Radar außer Gefecht ist, können wir die Chronosphäre verlieren. Die Chronosphäre zu verlieren, daran dürfen Sie nicht mal denken. Genau, so sieht's aus. Wir sollen alles platt machen, außer die Chronosphäre. Inklusive Radarstation. Ah, und schaut mal, der Russenpanzer. Doppelrohrgeschütz, ey. Diese krassen Dinger. Verstärkungen sind eingetroffen. Aha. Hatte ich nicht eben Süden angeklickt? Ja, gut. Jedenfalls, ja, liebe Leute, letzte Mission hier. Wir können uns hier tatsächlich ausbreiten. Das finde ich sehr gut. Ahahaha, weg, 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 weg. So, mach den Scheiß da kaputt los. So. Ich weiß nicht mehr, wie viele Einheiten ich habe. So, ich habe noch alle. Sehr gut. Und bam. Bam. Wegmachen hier alles. Alles wegmachen. Sehr gut. Ja, ich bin beim letzten Mal gar nicht auf die brutale Cutscene eigentlich eingegangen, ne? Wo Nadja quasi den Kradenko, ja, auf übelste Weise ermordet hat hier. Da bin ich ja gar nicht drauf eingegangen. Also ich finde das krass, wie die Russen so mit ihren Generälen umgehen. Das ist irgendwie, ja, gewöhnungsbedürftig, aber das kennt man ja auch von der Bruderschaft von Nott. Na, im ersten Teil, Tiberium-Konflikt. Die hatten ja auch ihre Leute einfach umgebracht und so. Wenn die mal ein bisschen Scheiße gebaut haben. Aber gut, das sagt halt vieles über den Stalin auch aus. Ne? Dass er seine Generäle halt killt und so. Das finde ich echt ein bisschen heftig. So, ja, Energie, kack drauf, ey. Ich habe genug Kohle erstmal. Und... naja, wie gesagt, das ist halt ein Tyrann, ne, Stalin, und ja, unter seiner Fittiche stehen wir halt jetzt gerade. Ist halt so, wenn man die Russen spielt, und wir werden jetzt halt mit auf seinen Wunsch hin, sage ich jetzt einfach mal, die Alliierten weiterhin platt machen. So, Waffenfabrik. Und ja, ich glaube, das wird ziemlich schnell ziemlich heftig hier. Genau deshalb sollten wir eigentlich nicht bummeln mit dem Aufbau. So. Wir sollten eigentlich... oh, du Scheiße. Seht ihr das? Wir dürfen uns eigentlich nicht so viel Zeit lassen.
Von daher werde ich jetzt ganz schnell auf die Tesla-Spulen gehen, tatsächlich. So, bau bitte einen dritten Sammler. Und bau mal bitte 5 normale Panzer. So, ich möchte einfach hier ein bisschen Sicherheit haben. So, dann werde ich mir jetzt nämlich gleich hier die nächste Raffinerie aufbauen und den Tesla. So, Raffinerie. Ich weiß, das ist ziemlich gefährlich, aber ich glaube, das können wir noch. Das können wir uns noch erlauben hier. Ich glaube doch. So, sammelt einfach die Edelsteine ein. Wow! Hubschrauber! Verdammt nochmal! Spawner-Hubschrauber, da seht ihr es, Leute. Der Gegner hat jetzt wieder tausende von Spawnern hier. So, und dann Tesla-Spule aufbauen. Du sammelst bitte hier unten auch die Edelsteine. Erwarte Ihre Befehle. Genau, du sammelst schön die Edelsteine weiter, ja? Wunderbar. Wird gebaut. Perfekt, liebe Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass mal wieder hier dabei seid, beim guten Conquer Remaster. Machen wir jetzt hier weiterhin mit den Russen uns hier aufbauen. Und ja, die letzte Nachholmission quasi spielen. Hör doch auf. Oh, tatsächlich. Okay. Warte. Bleib da stehen, bis ich die Kohle mal ausgegeben habe hier. So, dann brauche ich eine Werkstatt. Ach Quatsch, was mache ich denn? Was habe ich denn noch nicht? Warum kann ich denn die Dings noch nicht bauen? Wartet mal. Hä? Ich bin jetzt gerade. Ach. Radar, natürlich. Natürlich, ich habe keinen Radar. Bleib du auch mal bitte stehen hier. Das ist schon gut, ja. Ich baue meine ganze Basis ohne ein Radar auf, ey. So, Bams hier. So. Dann würde ich sagen, Technologiecenter brauche ich gleich noch. Aber in der Zwischenzeit reicht das erstmal mit einem Sammler. So, draußen ist wieder ein Krankenwagen, aber ich glaube, den hört man nicht. Ich glaube, den darf man nicht hören. Verdammt. Okay, Technologiezentra. Dann kann ich nämlich meine Mammuts bauen. Und dann wahrscheinlich schon in der nächsten Folge dann werden wir, das ist krass. Aber sammel mal weiter, bitte. So, Bams hier. Zack. Weil dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge fertig mit der ganzen Kampagne hier. Das wäre natürlich mega geil. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Okay, dann weitere 3 Mammuts. So, und die Flieger werde ich hier hinbauen. So, 4 Mix. Dann können wir jetzt nämlich auch die Sammler weiterarbeiten lassen hier. Und noch eine Tesla-Spule gleich. Aber ich befürchte, dass die Energie da oben nicht ausreicht. Das ist eigentlich egal, dann werde ich einfach noch ein Kraftwerk da oben hinbauen. So, Leute. Wo bleibt die Mig? Wir haben genug Kohle, wir können die echt rausschmeißen hier. Das ist eigentlich nicht das Problem. So. Kaputt machen das da so. So, dann Hubschrauber. Seht ihr das? Schon aber kein Geld mehr. So schnell kann das gehen, ey. Schon haben wir keine Kohle mehr hier. Ach, dann fahr doch einfach drauf da. Oh nö! Tschüss, Tesla-Spule. Ich muss hier Flachs bauen. Shit! Stimmt, Leute. Ich muss hier Flachs bauen. So. ja, kommt da jetzt halt mit den Jeeps an hier. Holter! Hör doch mal auf, ey! Mach dir einfach hier mein Technologie-Center kaputt. Hör doch mal auf. So. Oh Mann, was machst du denn da? Flieg doch mal da rein. So. Wunderbar, ja, Technologiezentrum nachbauen. Weil ich bin nicht so einer, der die verkauft, die Technologiezentren. Weil ich habe lieber gerne eine volle Basis. So, Leute. Das heißt, ich muss hier Flachs bauen, ganz dringend.
Weil das wirft mich nämlich wieder um einiges zurück, was der, dass der mir hier meine Verteidigung platt gemacht hat. So. Bams. Ja. Testerspule nachbauen, klar. Bereit zum Einsatz. Geile Stimme. Na, das heißt, ich muss hier tatsächlich viele Flaks aufbauen. Okay, und eine muss auch noch hier oben hin. Das heißt, ich brauche definitiv noch ein Kraftwerk. Och, jetzt hör doch mal auf! Hör doch mal auf hier! Was? Nein. Hörst du auf, Kollege? So, bam. Alles klar. Oh, tatsächlich? Dann warte mal ein bisschen, ey. Oh. So, dann stelle ich die mal da oben hin. Mach mal bitte Kamikaze-Attacke. So, jetzt hört doch mal auf, Mann. Der schafft's nicht. Boah, Gott sei Dank, ich dachte schon, ey. So, dann. Hier oben einmal eine auf. Oh, nö. Scheiße. Ja, natürlich kommt er jetzt, ne? Genau dann, wenn meine... Ist unfassbar, echt. Als ob der aus eurer Reichweite ist. So, Leute, dann haben wir jetzt hier wieder Energie. So, da haben wir überall eine Tesla stehen. Ne, hier noch nicht. Ja, ich weiß, Leute, sammelt mal ein bisschen langsamer. Muss erstmal die Hubschrauber nachbauen. Oh Mann, ey. Ja, wobei, ich könnte ihm eigentlich auch die 4 Silos hinstellen, ne? Warum eigentlich nicht? Ja, man merkt, es geht schon langsam echt aufs Ende zu. Ne? Es geht schon langsam echt aufs Ende zu, hier. So. Da kommt er wieder hier mit einem Aufständischen. So, und wegmachen. Wegmachen, die Scheiße. So. Gut. Dann geht ihr bitte weiterarbeiten. Alles klar. Geschafft. Liebe Freunde, und ja, erzählt mal, wie es euch so geht. Konstruktion abgeschlossen. Würde mich echt sehr interessieren. Mir geht's. Mir geht's nicht gut, weil ich gerade hier die Energie verloren habe. Ja, na klar. Klar, ey. Hört ihr auf! Ja. Penner, echt. Macht er mir eiskalt die Spule weg. Wird repariert. Wie gesagt, Leute, erzählt gerne mal, wie es euch so geht. Würde mich echt interessieren. Und ja, dann bin ich gleich mal echt mal gespannt, von wo denn überhaupt seine Hubschrauber immer kommen. Ja? Weil wenn ich wüsste, von wo die Hubschrauber kommen... Dann würde ich halt auch wissen, wo ich die Flaks aufbauen muss, ne? Aber ich stelle die jetzt erstmal hier hin. Das muss reichen. So. Team 2. Komm, wir ziehen diesen Panzer da weg. So, aber ich brauche ja auch noch die Hubschrauber, ne? Gut. Alles klar. Dann könnt ihr mal bitte hier die Einheiten da wegmachen. Und ja, wie gesagt, Leute. Mir geht's zurzeit eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Doch. Ich habe ja einen neuen Job angefangen. Und der macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das finde ich auch super, weil das ist ja eigentlich nicht immer so. Oh, wartet mal. Ich baue ihm jetzt die Silos hier hin. Erzilo. Ja, klar. Erzilo, wo bist du denn? Da, Erzilo. So. Mach doch dieses Ding da im Arsch. Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Nur mit Idioten hier unterwegs, ey. Mensch. Gut, alles klar. 4 Silos und die können dann bitte weiterarbeiten. Alles klar, dann Flak nachbauen. Ja, wie gesagt, Leute, mein neuer Job macht Spaß. Wirklich. Und ja, habe ich Glück gehabt. Da bin ich einfach mal ein Risiko eingegangen. Mit dem Jobwechsel. Ach du Kacke! Die geht wieder im Arsch, ne? Das ist. Ich stelle da gleich 2 hin.
verloren. Oh, ich habe gar kein Team. Hä? Ihr Einsatzfahrzeug. Ja gut, der fährt sowieso in die Tesla-Schule rein. Ja, okay. Dann ist klar. Unser Stützpunkt ist angegriffen. Ich baue da gleich zwei hin. So, ich baue da... Wenn die Energie denn ausreicht, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Wir müssten eigentlich auch zwei hin. So. Aber du hast keine Chance, Kollege. Der hat keine Chance. Und dann würde ich sagen, können wir uns auch mal ein bisschen um die Erkundung der Karte kümmern. So, wunderbar. Ja, klar. Ah, hier, schaut mal. Können wir wieder platt machen hier. Bam, mach den kaputt. Sehr gut. Und der Bomber, der kann mal bitte hier oben hin. Kommt ihr da dran? Ja, natürlich, jetzt kommt der von oben, ey. So, was ist hier wieder? So, die Tesla ist fertig, ne? Ja. Ganz genau so. Unser Stützpunkt wird. Was ist das denn? Ein Transporter da oben, ey. Ja, okay. Ich habe nicht genug Energie für noch eine, ne? 150? Nee. Ich brauche da noch eins, ja. Da reicht, glaube ich, auch ein kleines für. Ja, da reicht auch ein kleines. Alter. Kraftwerk für. Neun! Oh, Gott sei Dank. Zum Glück können die dreimal schießen, ey. Waka, waka, waka. So. Da kommen sowieso nur Jeeps an. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, schon habe ich kein Geld mehr. Scheiße. So, Spionage betreiben. Genau. Hahaha, da kommt er nämlich wieder angekackt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. So. Boah. Hui. Okay, das heißt, da müssen dringend zwei Teslas hin. Alles klar. Ah, wunderbar. Energie passt. 30 sind noch. 20. Ich kann nur einen Flak bauen. Sehr gut. Aber die muss erstmal repariert werden, ja. Einheit bereit. Und ja. Ja, da habe ich auch schon 10 Mammuts zusammen. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Und das Ding an dieser, bei den Russen ist halt, Konstruktion abgeschlossen. Ich habe keine Einheit, wo ich mal die Karte mal eben so mit erkunden kann. Ne? Ich habe nur meine 5 Manneken, Ziel wählen, die ich auch nutzen werde. Verstärkungen sind eingetroffen. So, dann habe ich jetzt hier mit Flachs abgeriegelt. Das muss doch passen. Ah, meine Lieblingsmucke. Habt ihr auch schon festgestellt, dass das meine Lieblingsmucke ist hier? Die Kirchenmucke. Jawohl. Mit dem geilen Chor im Hintergrund. Genau. Jawohl. So. Ah, da freue ich mich immer, wenn die Mucke kommt. Stützpunkt wird angegriffen. So, was ist hier jetzt wieder? Mach den Gummipanzer platt, los. Und bams. So, ja, Sir, sehr schön. Ich bin gespannt, wie lange der Gegner noch so ankommt. Jawohl. Na, das ist ja wirklich... Wird gebaut. So, 20. Aha, da kommt er wieder. Seht ihr das? Da kommt er wieder angekackt da. Jetzt. Gottes Segen. Ah, noch nicht. So, und bam. So, wunderbar. Jetzt haben wir zwei Teslas hier. Haha. Sehr gut. Bams. So, wunderbar. Perfekt. Die Verteidigung steht. Und ja, da haben wir noch ein paar Minuten. Jetzt. Gottes Segen. Oh. Ach du Kacke! Ja, mit Gottes Segen machen wir jetzt den Schlachtkreuzer im Arsch, ja? Na danke, du Penner. Ja, aber den kriegt ihr. Sehr gut. Puh. Glück gehabt. Brauche ich hier U-Boote? Ich glaube nicht, Leute. Ach du Kacke. Gottes Segen. Geil. Diese Mucke, ey. Na gut, dann macht ihr den mal platt. Bams. Und die Hubschrauber können sich mal hier oben an dem austoben. An dem Transporterchen da. So, dann haben wir hier nochmal einen Falten Spionage. Typi. Dat.
Unser Stützpunkt wird. Was war das denn für ein Schuss? Naja, gut. Ja, Leute. Ich würde mal. Was versucht dann da? Das kann er gerne machen. Schmeiß ihm die 5 Soldaten vor die Nase. So, wunderbar. Bevor der irgendeinen Stress macht hier. Aha. Bams. Ja, 2 Tesla-Spulen sind einfach um ein Vielfaches besser als eine einzelne. Ich weiß nicht, es ist irgendwie einfach so. Und schon kein Geld mehr. Ja gut, ich baue halt hier. Aha. Aha. Seht ihr das da oben? Seht ihr das da oben? Deswegen habe ich die Spule hier hingestellt. Weil der hier oben nämlich auch mit ankommt. Hallo? Warum habt ihr das Transportschiff nicht platt gekriegt? Seid ihr blöd? Naja gut. Dann machen das halt die Hubschrauber. Ach, jetzt hat er hier wieder seinen Hubschrauber. Okay. Aha, ja, blöd. Ihr habt Raketen-Hubschrauber am Arsch. Kommt, Leute. Ihr seid heldenhafte Soldaten. Ihr erkundet für uns den Bereich. Sehr schön. Also, ja, dann sind wir eigentlich schon... Wow! Was ist denn hier? Verdammt, ey. Was zur Hölle? Verdammt. Ganz ehrlich, verdammt. Hallo? Wie dreist muss man sein, ey? So, alles klar. Dann haben wir gleich schon keine Kohle mehr hier oben, ne? Ja, da macht ihr erstmal diesen Gummipanzer da platt, bitte. Hallo? So. Ey! Hallo! Ach, dann. Sehr gut. Das war's. Kann ich gleich mal die Tesla-Spule aufbauen? Was willst du denn jetzt? Mit deinen Jeeps hier? Was macht ihr eigentlich da? Wie behämmert seid ihr eigentlich? Ich fahr doch hier unten hin. Ja, klar, natürlich. Alter. Ja, toll. Ich hasse diese Artillerien, wenn der Gegner die hat. Alter Schwede. Ich hab nichts mehr an Geld, ey. Sammel du bitte die Edelsteine. Weiter Edelsteine. So, die brauche ich nämlich jetzt ganz dringend. So, alles klar. Kriegen wir jetzt 2800 Geld. So, das muss erstmal reichen für eine neue Tesla. So, bam. Okay, sehr gut. Lass mal bitte den Mammutpanzer stecken. Ich muss erst mich. Muss mich erstmal wieder aufbauen hier. So. Sehr gut. Dafür sind die aber schon ganz ordentlich. Gut. Liebe Freunde, dann. Reparieren wir nochmal die Einheiten jetzt fertig. Da kommt er wieder angekackt, ne? Ich sehe das doch da auf der Karte. Ah. Interessant mit Gummipanzern. Der fährt einfach hier rein. Wie geil. Der fährt einfach hier rein. Naja, gut. Der Soundtrack ist auch so geil. Alles klar. Dann. Okay. Erkunden wir mal ein bisschen weiter. Stellen wir Soldaten in den Weg. Ja, fahr einfach drüber. Danke. Penner. So. Was hat er da oben schon wieder? Das kann ja wohl nicht sein. So, Luftangriff hier voll auf den Transporter da oben. So. Und dann kannst du das mal versuchen, Bomber hier. Auf das Schiff da. Aha. Da hat er auch noch ein Schiff. Okay. So. Das heißt, wir sind aber jetzt ziemlich fertig mit der Basis. Wir müssen gleich eigentlich nur noch tatsächlich die Karte erkunden.
Aber ich sehe schon, die 25 Minuten sind schon wieder voll. Es geht schon wieder so schnell. Ja gut, in Anbetracht dessen, dass da noch 5 Stück zu bauen sind. Die kosten 700, ne? Ja. Na ja, gut, wisst ihr was, ich mache einfach ein paar Minuten mehr. So, passt schon so. Ach Quatsch, da oben ist nix. Ja, ich will nämlich noch ein bisschen die Karte erkunden, bevor ich die Folge fertig mache. Alter, da schon wieder an hier. Bams. So. Boah, ey. Krass. Wie viel Damage die machen auch, ne? Zu dritt an der Tesla-Spule machen die schon ordentlichen Schaden. Hört ihr auf! Boah. Hört ihr auf, ey. Boah, Gott sei Dank. Puh. Zum Glück heilen die Sammler sich hier. Hört ihr jetzt mal auf? Was ist denn hier mit euch? Oh Gott. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was ist denn jetzt mit euch hier? Sind eingetroffen. Das kam aber spät. So, ja, dann haben wir es doch. Dann haben wir quasi unser Team 1 jetzt. Ach Quatsch, was mache ich denn? So, Team 1 kann sich mal hier hinstellen. Das sollte eigentlich gleich ausreichen. Da würde ich mir gerne noch einen schweren Panzer bauen. Beziehungsweise 2. Für die Erkundung der Karte. Weil mir mit dem ganzen mit dem Bennington zu erkunden ist kacke. Wirklich, das ist kacke. Da kommt dann nämlich, seht ihr das hier unten, ist nämlich auch die Basis. Spionageflieger. Mach mal hier. Und zack. Ja, da hat er auch nämlich einiges an Schiffen, wie ihr seht. Gut. Geht den Werfer bitte nach hinten. Ihr bitte nach ganz hinten. Und ihr bitte hier hin. So. Gut. Da habe ich jetzt immer einen Aufklärungstrupp. Bestehend aus 2 Kampfpanzern. Ich weiß, das ist total bescheuert, aber andere Einheiten haben die Russen nicht. Zum Aufklären. So. Nur den Spionageflieger, aber das dauert ja ewig, bis der mal hier in Ordnung. Hier ankommt, ne? Beziehungsweise bereit ist. Von daher, ja. Erkunden wir halt mit Kampfpanzer. Erwarte ihre Befehle. Jetzt kommt er wieder mit so einem scheiß Hubschrauber an. Nee. So, Spionageflieger, der kann man bitte hier. Ja, das ist natürlich der Scheiß, wenn man dann die Hubschrauber am Arsch hat. Alter, wie viel Hubschrauber der hat! Leute! So, aber wir können hier ein bisschen erkunden, das ist schon mal gut. Wo fährst du denn hin da? So. Alter Schwede, ey. Boah. Ah, hier unten ist die Basis, stopp. Da will ich noch gar nicht rein eigentlich, weil sobald wir in die Nähe von der Chronosphäre kommen, ist die Mission verloren. Nein, hier ist zu. Ja gut, aber ich meine... Verstärkungen sind eingetroffen. Ich meine, ja. Viel zu erkunden ist es eigentlich gar nicht mehr, ne? So. Der Bomber, ja, das war ein Fail-Bomber. Na ja, gut, aber ich kann mit den Manneken hier zumindest nochmal weiter die Karte ein bisschen erkunden. So. Oh, wir können hier schön reinsneaken. Sehr gut. Ja, aber wieder dieser Schattengenerator. Na gut, Leute. Ist klar. Der hat da immer noch diesen Transporter. So, wir haben unseren Angriffstrupp zusammen. Gut. Dann würde ich mal sagen, können wir in der nächsten Folge tatsächlich... Sagen wir gleich mal da unten. Können wir in der nächsten Folge tatsächlich das fertig machen. Ja, das ist schon gut, muss ich sagen. Ja, das ist gut. Was ist das für eine Mucke, ey? Alter. Gut, liebe Leute, würde ich mal sagen, habe ich die Karte erstmal genug erkundet. Und da würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Es wäre gerne weiter den Kanal. Und ja,
Wie es hier dann weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Ja. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Wartet. Also, tschüss.